Es ist der Kunstfund des Jahrhunderts. Ein Krimi, der international für Schlagzeilen sorgt. Die Welt schaut auf Deutschland. Es geht um einen verschollen geglaubten Schatz und um Wahrheit. Sie sind schuldig. Die Deutschen sind schuldig und das wissen sie. Es wird verschleiert, verdrängt, abgeleugnet. Es geht um Cornelius Gurlitt. Ja, und der Mann ist ein ganz, ganz armer Wicht, das ist so ein ganz zarter Mann. Es geht um Gerechtigkeit. Mein Sohn und ich haben entschlossen, dass wir die deutsche Regierung verklagen. Die Deutschen haben es wieder mal nicht hingekriegt, einen Teil ihrer Geschichte aufzuarbeiten. Und es geht um die zentrale Frage, wem gehören diese Bilder? Es geht um sehr viel Geld, natürlich. Was ist gestohlen. Februar 2012, München-Schwabing, Arthur-Kutscher-Platz. Hinter dieser unscheinbaren Fassade liegt ein Millionenschatz. Seit Jahrzehnten schon. Zollbeamte durchsuchen die Wohnung von Cornelius Gurlitt und beschlagnahmen dort rund 1200 Kunstwerke. Darunter Bilder von Otto Dix, Marc Chagall und vielen anderen namhaften Künstlern. Februar 2014. Zwei Jahre später werden in Gurlitts unscheinbarem Hauptwohnsitz weitere 63 wertvolle Kunstwerke gefunden. Es sind Gemälde von Monet, Renoir und Manet. Christoph Edel, seit 2 Monaten Betreuer von Cornelius Gurlitt, hatte die Sicherstellung auf Bitten seines Schützlings veranlasst. Ja, Herr Gurlitt hat sich zunächst noch in der Lage gesehen, sich selbst darum zu kümmern, um seine Kunstwerke. Und bis er sich dann eben entschlossen hat, seinen Betreuer zu bitten, sich um diese Kunstwerke zu kümmern, nachdem ja dann doch gewisse Gefahren einfach zugenommen haben. Cornelius Gurlitt, ist er ein Opfer oder ein Täter im größten Kunstraub der Menschheit während der NS-Zeit? Raubkunst, ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte, das auch jetzt noch die Fantasien bewegt, sogar in Hollywood. Man kann Menschen einer ganzen Generation auslöschen, ihre Häuser niederbrennen, aber sie werden immer einen Weg zurückfinden. Vernichtet man jedoch ihre Geschichte, ihre Errungenschaften, ist es, als hätten sie nie existiert. Welche Rolle spielte der wahre Gurlitt dabei? Der Mann, der Kunstwerke von unschätzbarem Wert hortete? Und jetzt die Gemüter bewegt. Auch weil er fast gelebt hat wie ein Phantom. Es gibt kaum etwas über ihn. Nachbarn, Freunde, Bekannte, Fehlanzeige. Unsere Spurensuche ist mühsam. Erste Hinweise finden wir in Spanien. Hier wohnt der Fotograf Eckehard Gurlitt, ein Großneffe von Cornelius. Ich glaube, so ein bisschen komischer Kauz war und es auch wusste natürlich, dass er so ein komischer Typ war, dass er keine Freunde hatte und so weiter. Auch die Familie wusste wenig über den Sonderling, lediglich, dass er Kunst besaß. Da haben wir gedacht, ja, der hat vielleicht 100 oder 150 Bilder, hat er so vielleicht, auch vielleicht weniger bekannte Namen, so war nicht alles, diese ganzen hochkarätigen. Ne? Aber dass er natürlich 1400 hat, das haben wir natürlich auch nicht gedacht. Eckehard sieht seinen Großonkel Cornelius als Bauernopfer einer verfehlten Entschädigungspolitik in Deutschland. Wir reden hier von ideellen Werten, weil finanzielle Werte waren ihm egal. Das ist so, ne? Der hat das nur als gesehen, er hat sich von jedem Bild auch schweren Herzens, glaube ich, getrennt, ne, die er dann verkauft hat, weil er wieder leben musste. Er hat jetzt kein anderes Einkommen gehabt. Er musste sich absolut unverdächtig benehmen. Warum unverdächtig? Warum diese Geheimnistuerei? Weil er wusste, dass die Bilder zum Teil gestohlen waren? Dass an manchen Blut klebte? Das Blut von Nazi-Opfern? Fragen, die uns Eckehard nicht beantworten kann. Deshalb forschen wir weiter. Unsere nächste Spur führt nach Nordbayern.
Hier treffen wir Lotte Herdegen, mittlerweile 81. Ebenso alt wie Cornelius, ihr damaliger Klassenkamerad. Eine der wenigen, die sich an ihn erinnert. Ja, das war der Cornelius Gurlitt so. Das sehen Sie, wie er da sitzt, akkurat und immer gut angezogen, freundlich und zurückgezogen. Warum glauben Sie, war er, wie er war? Vielleicht geprägt vom Elternhaus, ich weiß es nicht. Anders erzogen vielleicht oder streng erzogen. Hat nie viel geredet. Das Schloss diente nach dem Krieg als Auffanglager. Hier wohnten die Gurlitz vorübergehend. Vater Hildebrand, Mutter Helene, seine Schwester Benita und der damals halbwüchsige Cornelius. Hier verbrachte er 2 Jahre seines Lebens. Doch Kontakt zu den Menschen im Dorf gab es kaum. Und ich kann mich ja nicht erinnern, wann der weg ist nach der Konfirmation, wann die weg sind, die Gurlitz. Das weiß ich auch nicht. Die waren auf einmal verschwunden. Die Gurlitz gingen, wie sie gekommen waren. Über Nacht. Hier auf dem Schlossgelände lagerten, versteckt in Kisten, Skulpturen, Gemälde, Antiquitäten von unschätzbarem Wert. Das Depot von Händlern, die im Auftrag der Nazis Kunst gekauft und hier gehortet hatten. Einer von ihnen, der Vater von Cornelius Gurlitt. Nach dem Krieg wurden diese Schätze von den Monument Men des amerikanischen Militärs entdeckt und sichergestellt. Es wurden damals auch Gemälde aus dem Besitz von Hildebrand Gurlitt beschlagnahmt. Höchste Zeit, sich diesen Mann einmal genauer anzusehen. Denn um die Gegenwart zu verstehen, müssen wir in die Vergangenheit eintauchen. Im Zentralinstitut für Kunstgeschichte hatten die wahren Monument Men ihren Sitz. Ein Haus mit bewegter Vergangenheit. Einst Verwaltungsgebäude der NSDAP war es ab 1945 Sammelstelle für geraubte Kunst, eingerichtet vom amerikanischen Militär. An so einem Collecting Point wurden auch Hildebrand Gurlitz Gemälde zur Überprüfung eingeliefert. Werden wir hier etwas über Hildebrand Gurlitz erfahren? Über seine dunklen Geschäfte und Machenschaften im Auftrag der Nazis? Meterweise lagern in den Regalen Akten aus der Vergangenheit. Bei unserer Recherche finden wir tatsächlich zahlreiche Kataloge und Unterlagen, die Hildebrand Gurlitz' Leben nachzeichnen. Er reiste im Krieg durch Europa und kaufte Gemälde von jüdischen Familien in Notlage. Besonders interessant, ein Katalog aus dem Jahre 1939, aus dem Schweizer Auktionshaus Theodor Fischer. Angeboten wurde moderne Kunst aus deutschen Museen, von den Nazis als entartet verhüllt. War Hildebrand Gurlitt an der Auktion beteiligt? Wir folgen dieser Spur in die Schweiz. Dort treffen wir den Kunsthistoriker und Journalisten Thomas Bormberger, einen profunden Kenner der eidgenössischen Kunstszene. Die Schweiz war eine gewisse Drehscheibe für Raubbilder. Also alles, was im Schweizer Kunsthandel Rang und Namen hatte, machte sich mit Raubkunst die Hände schmutzig. Gewissermaßen wie eine Spinne im Netz war Theodor Fischer hier in Luzern. Er war der größte Kunsthändler. Die Schweiz, ein Platz zweifelhafter Machenschaften. Tatsache ist, dass mit Bildern aus Nazi-Deutschland hier gehandelt wurde. Es standen über Direktverkäufe verzweifelter jüdischer Familien, die ihre Flucht so finanzieren wollten. Über Zwischenhändler, die beschlagnahmte Kunstwerke anboten, oder Überlieferungen aus deutschen Museen. In jedem Fall waren es lukrative Geschäfte. Wir finden ein Filmdokument von damals. Die Luzerner Kunstauktionen sind weltbekannt. Im Auktionshaus Theodor Fischer werden 125 Bilder aus der Münchner Ausstellung Entartete Kunst zum Kauf angeboten. Zu Schnäppchenpreisen. Interessenten aus aller Welt greifen zu. Keiner fragt, woher die Gemälde stammen. Hier findet sich eine Spur von Hildebrand Gurlitt. Nachweislich hat er Bilder dieser Auktion erstanden. Das Auktionshaus Fischer existiert heute noch, geführt von Kuno Fischer. Seinen umstrittenen Großvater hat er nicht mehr erlebt. Dennoch ist er bemüht, die dunkle Vergangenheit des Hauses aufzuhellen.
Die Händler, gerade in Kriegszeiten, die haben sich einfach nicht darum gekümmert. Das war nicht nur immer kriminelle Energie, sondern es war einfach kein Thema und es gab keine Usanz nachzufragen. Er zeigt uns einen Vertrag mit dem Reichsministerium für Propaganda von 1939, der belegt, dass sein Großvater Geschäfte mit den Nazis machte. Auf knapp 600.000 Schweizer Franken belief sich der Gesamterlös aus der Auktion. Die Nettoerlöse, das war gemäß diesem Vertrag so vorgesehen, musste der Theodor Fischer nach England in britischen Pfund überweisen. Also Deutschland war interessiert, Devisen zu haben. Gemälde aus Nazi-Deutschland verkauft in der Schweiz gegen Devisen. Von hier auf englische Konten der Nazis überwiesen. Eine perfekte Geldwäscherei. Welche Rolle spielte dabei Hildebrand Gurlitt? Was weiß Kuno Fischer über die Geschäftsbeziehung zwischen seinem Großvater und ihm? Also die kannten sich, das weiß man. Sie handelt danach zwei Bilder, eins von Palmer, eins von Segantini. Hildebrand Gurlitt war ja dann auch Kunsthändler, somit im internationalen Parkett als Händler bekannt. Doch nicht nur das. Hier sollte Gurlitt wenige Jahre später die Wandlung vom Nazi-Kollaborateur zum respektierten Kunsthändler gelingen. Wir entdecken dieses Filmdokument. Im Juni 1953 findet im Kunstmuseum die Ausstellung Meisterwerke des 20. Jahrhunderts statt. Unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Es ist die Stunde, in der Hildebrand Gurlitts Biografie reingewaschen wird. Als Retter der Kunst und generöser Leihgeber von 24 Bildern wird er gefeiert. Zum Teil sind es Bilder, von denen er zuvor behauptet hatte, dass sie im Krieg verbrannt seien. Wie kann das sein? Warum forschte damals niemand nach? Alle die Kunsthändler, Schweizer, aber auch Deutsche, die sich mit der Raubkunst die Hände schmutzig gemacht haben oder mit entarteter Kunst, die sie da verkauft oder eben auch nicht verkauft haben und sich unter den Nagel gerissen haben, die waren in den 50er Jahren wieder sehr respektierte Kunsthändler, ehrenwerte Männer und die ganze Kunstwelt, der Kunsthandel hat so getan, als ob nichts geschehen wäre während des Kriegs. Hildebrand hat sich reingewaschen. Die Bilder sind jetzt auch offiziell in seinem Besitz. Wie sein Vater, so betreibt auch Cornelius nach dessen Tod 1956 Geschäfte in der Schweiz. Bis in die jüngste Vergangenheit. Im September 2010 wird er im Zug vom Zoll kontrolliert. Er hat 9.000 Euro Bargeld bei sich. Aus einem Bildverkauf? Es ist der Beginn der bis heute andauernden Ermittlungen. Wenige Monate nach der Kontrolle taucht Cornelius Gurlitt mit einem Gemälde aus dem Erbe seines Vaters im Kunsthaus Lempertz auf. Es ist der Löwenbändiger von Max Beckmann. Die Erben des rechtmäßigen Besitzers erfahren davon und stellen Ansprüche. Man einigt sich, teilt sich den Erlös von über 860.000 Euro. Spätestens hier muss er gewusst haben, dass eine Reihe seiner Bilder zweifelhafter Herkunft sind. Wem gehören die Gemälde? Diese Frage schwebt über all unseren Recherchen. Hat Cornelius Gurlitt die Bilder zu Recht? Und wenn nicht, muss er sie hergeben? Die Welt blickt nach Deutschland, als ein sichtlich gereizter Oberstaatsanwalt am 5. November letzten Jahres der internationalen Presse den Fund aus Gurlitts Wohnung präsentiert. Die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich dieser Bilder zu klären und diese Knall auf Fall an Erben zurückzugeben, das ist mitnichten einfach. Hier tauchen auch erstmals zwei Gemälde auf, das Musikpaar von Karl Spitzweg und die zwei Reiter am Strand von Max Liebermann. Auf die Frage, wem sie gehören, erhalten wir keine Antwort. Deshalb machen wir uns auf die Suche. Die erste Spur führt nach Amerika. Dorthin sind viele Juden vor den Nazis geflohen. Dort fanden sie Schutz, doch viele konnten nicht mehr als ihr nacktes Leben retten. Zurücklassen mussten sie alles. Und dazu gehörten eben auch Gemälde. Für lächerliches Geld mussten sie ihren Besitz verkaufen, um ausreisen zu dürfen.
Der Preis für die Freiheit war hoch. Davon profitierten Händler wie Hildebrand Gurlitt. Einer der Überlebenden, David Torren. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie. Nur er und sein Bruder überlebten die Gräuel der braunen Banden. Sie entkamen mit einem der letzten Kindertransporte in die Freiheit nach Schweden. Eltern und Verwandte wurden von den Nazis ermordet. Ich habe mehr verloren als dieses Bild. Meine Eltern sind in Auschwitz vergast worden. Meine ganze Familie ist getötet worden. Und genau an dem Tag, als sein Vater von der Geheimpolizei verhaftet wurde, hat er die beiden Reiter das letzte Mal gesehen. Ich saß in dem Zimmer, wo das Bild war, mit meiner Mutter. Und dann wurde er wieder zurückgefahren zur Gestapo. Das war das letzte Mal, als ich das Bild sah. Jahrzehntelang war es verschollen, bis es jetzt bei Cornelius Gurlitt wieder auftaucht. Ohne Zweifel wurde es gestohlen. Ob Sie es nun nennen Beschlagnahme oder gestohlen, das ist nur ein Wort. Es wurde weggenommen. Und auf Umwegen kam es in diese Wohnung in München. Auf unrechtmäßigem Wege. Den Nachweis, dass es seiner Familie gehörte, hat Torren schon seit langem erbracht. In Deutschland kümmert sich sein Anwalt Jörg Rosbach um die Rückgabe des Gemäldes. Er zeigt uns den Beweis. Das Schreiben eines NS-Regierungspräsidenten zur Sicherstellung jüdischen Besitzes. Noch 1939 war die Familie David Torrens im Besitz des Bildes. Ich habe dem jüdischen Eigentümer verboten, irgendeins von den Kunstwerken zu verkaufen. Hildebrand Gurlitt aber behauptete 1950 schriftlich, das Gemälde sei schon vor der Nazizeit in seinem Besitz gewesen. Wir sehen diese Lüge schwarz auf weiß. Die Brüder Torren fordern deshalb ihr Eigentum zurück. Unsere Mandanten sind 88 und 92 Jahre alt. Uns läuft hier die Zeit weg. Das heißt, juristische Glasperlenspiele zu betreiben, die, wie wir aus anderen Restitutionsverfahren kennen, leicht über 10 bis zu 20 Jahren dauern können. Das hilft ja nicht weiter. Und ich denke, damit kommt der Bund auch seiner Verantwortung in keinster Weise nach. Anwalt Rosbach meldete die Ansprüche seiner Mandanten bei der Staatsanwaltschaft Augsburg an und bekam folgende Antwort. Fragen zur Restitution können in einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren nicht hinreichend geklärt werden. Deshalb wurde ihr Schreiben an die Taskforce weitergeleitet. Die Taskforce, die Besitzverhältnisse klären soll, erklärt ihrerseits, dass sie nicht über rechtliche Ansprüche entscheidet. Die Meldung von Ansprüchen kann gerichtliche Verfahren nicht ersetzen. Die Taskforce hat auch ganz klar eine Doppelfunktion, mindestens. Ja? Formal ist das ein bisschen so Bälle zu schieben. Was im Hintergrund läuft, ist was völlig anderes. Die Taskforce und die Frau Bergerin Merkel soll offensichtlich ein Problem regeln, welches die Bundesregierung hat. Und das Problem hat die Bundesregierung, weil über Jahre versäumt worden ist, ein vernünftiges Kunstrückgabegesetz zu machen. Was läuft da schief im Falle Gurlitt? Wir fragen nach. Bei der Bundesregierung. Und erhalten von der zuständigen Kulturstaatsministerin die schriftliche Antwort. Dass sich die Bundesregierung zum juristischen Verfahren weder in der Sache noch in der Beurteilung des Verfahrens äußern kann. Wie wirkt so eine Aussage auf die Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihnen die Bilder aus Gurlitts Sammlung rechtmäßig gehören? Menschen wie Irene Hinrichsen. Sie ist Enkelin des berühmten jüdischen Kunstmäzens und Musikverlegers Henry Hinrichsen aus Leipzig. Ihm gehört das Musikpaar von Karl Spitzweg. Sofort nach Kristallnacht, wo man den Betrieb beschlagnahmt hat, hat man auch seine Bilder beschlagnahmt und seine sehr wertvolle Sammlung weggenommen. Und es wurde immer eine Quittung dafür gegeben. Deshalb wissen wir alles, was passiert ist. Die Gemälde gerieten anschließend offensichtlich in die Hände des Kunsthändlers Gurlitt. Per Zufall erfährt sie jetzt in einer Zeitschrift vom Münchner Kunstfund.
Das war. Und hier drin ist eine Seite von dem Tagebuch von Gurlitt. Mhm. Und gerade diese Seite zeigt die vier Bilder, die Gurlitt von meinem Großvater gekauft hat, eine Woche bevor der Flucht meiner Großeltern. Um die Flucht zu finanzieren, musste Hinrichsen später unter Druck Arbeiten von Moritz Schwind, Camille Pissarro und Karl Spitzweg an Hildebrand Gurlitt verkaufen. Eine Woche danach hat er für fast zweimal so viel Geld das Pissarro-Bild verkauft. Für Spitzwegs Musikpaar gab Hildebrand Gurlitt ihrem Großvater gerade mal 300 Reichsmark. Seit über 70 Jahren kämpfen sie und ihre Familie um den Besitz des von den Nazis ermordeten Großvaters. Vergeblich. Das, was sie über die jetzt aufgetauchten Gemälde ihres Großvaters weiß, sucht sie mühsam im Internet zusammen. Dass die deutschen Behörden schweigen, überrascht sie nicht. Jahrelang kämpft meine Familie um Wiedergutmachung für all das, was von meinem Großvater gestohlen wurde. Und man hat dauernd mit der Regierung gekämpft, mit den Rechtsanwälten, mit überall, mit jedem. Ich habe nichts Besseres erwartet. Warum werden die Betroffenen nicht informiert? Immer wieder werden wir von den Behörden an die Taskforce verwiesen, eingesetzt von der Bundesregierung und dem Freistaat Bayern zur Erforschung der Herkunft der Gurlitt-Bilder. Wir treffen die Leiterin dieser Taskforce. Ich fühle mich einer Sache verpflichtet, und das ist die Sache, soweit es nach unseren Gesetzen und rechtsstaatlichen Vorgaben möglich ist, Unrecht wieder gut zu machen, ist ein zu großes Wort, wieder dazu zu führen, dass es ein klein bisschen Unrecht wieder gut gemacht wird. Ein kleines bisschen Unrecht wieder gut machen. Hier in London ist man über das Verhalten der deutschen Behörden im Fall Gurlitt empört. Von unerträglicher Geheimniskrämerei und Verhöhnung der Nazi-Opfer ist die Rede. Wir treffen die Vorsitzende des Zentralregisters für Raub- und Beutekunst, Anne Weber. Seit 15 Jahren fahndet sie im Auftrag jüdischer Familien weltweit nach Raubkunst. Sie haben das Gefühl, als ob Deutschland wieder nicht begriffen hätte, was sie in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt haben. Die Bedeutung dieser Gemälde ist für sie so grundlegend. Sie haben einen großen symbolischen Wert. Zigtausende Kunstwerke seien im Krieg geraubt, geplündert, verscherbelt und verschoben worden, um sie anschließend zu verbergen, so Anne Weber. The Gurlitt case. Der Gurlitt-Fall? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir wissen, dass sich noch viel mehr Raubkunst in öffentlichen deutschen Sammlungen befindet, die noch nicht offengelegt wurde. 90% dieser Kunst ist noch immer verschwunden, trotz umfangreicher Recherche. Verschwunden wohin? London ist Zentrum des internationalen Kunsthandels. In der Cork Street reiht sich Galerie an Galerie. Millionenwerte werden hier umgesetzt, Tag für Tag. 2013 das Rekordjahr. Weltweit wurden 14,4 Milliarden Dollar durch Kunstverkäufe erzielt. Es geht um Geld, viel Geld. Das Auktionshaus Christie's erreicht den größten Umsatz in der Geschichte des Kunsthandels. Weltweit begehrt, zeitgenössische Werke von zum Beispiel Picasso, Kandinsky oder Klee. Künstler, deren Werke sich auch bei Cornelius Gurlitt fanden. Eine Bereicherung für den internationalen Kunsthandel. Auch in Amerika verdienen die großen Auktionshäuser und Galerien so viel wie nie zuvor mit Kunst. Bilder ungeklärter Herkunft dürften offiziell nicht mehr darunter sein. Und doch, in der feinen Park Avenue sind wir mit David Rowland verabredet, einem Anwalt, der sich seit einem Vierteljahrhundert um mittlerweile 40 Erbengemeinschaften gestohlener Kunst kümmert. Er bestätigt, noch immer gibt es Handel in der Grauzone. Wir haben erfahren, dass es gibt Kunsthandel, die haben mit Raubkunst gehandelt. Und natürlich sind diejenigen, die auch irrsinnig viel Kritik machen auf die Anspruchsteller und auf die Anwälte, die vertreten die Anspruchsteller. Bleibt die entscheidende Frage,
Wann gilt Kunst als gestohlen? Auch wenn die Eigentümer sie verkauft haben, ganz offiziell? Doch in der Nazizeit geschah das in der Regel nicht freiwillig, sondern unter mehr oder weniger großem Druck. Das Prinzip bleibt dieselbe. Was ist gestohlen, ist gestohlen. Und das sollte dann zurückgehen auf die rechtmäßige Eigentümer. Rowland konnte in der Vergangenheit in vielen Fällen für seine Mandanten finanzielle Entschädigungen erreichen. Dank der Washingtoner Erklärung, auf die sich 44 Staaten, so auch Deutschland, erst 1998 geeinigt haben. Demnach solle Raubkunst identifiziert, deren Vorkriegseigentümer und Erben ausfindig gemacht und eine gerechte und faire Lösung gefunden werden. Doch sie ist rechtlich nicht bindend und bezieht sich nur auf öffentliche Sammlungen. Für die private Sammlung von Cornelius Gurlitt ist sie also nicht zutreffend. Aber wie sieht es bei öffentlichen Sammlungen aus? Das wollen wir von dem deutsch-amerikanischen Provenienzforscher Willy Korte wissen. Sein Job ist es, im Auftrag jüdischer Familien verschollene Kunstwerke in öffentlichen Sammlungen und Museen aufzuspüren. Das Washingtoner Abkommen sei für ihn eine Farce. Was wäre, wenn es von Deutschland eingehalten würde? Dann kann ich nämlich hier übers Land ziehen und kann wirklich aus den Sammlungen und Auktionshäusern und Museen kann ich hunderte Bilder rausholen. Würde das Washingtoner Abkommen eingehalten, dann wäre dies auch für Julius Schöps leichter. Seit Jahren kämpft er um die Rückgabe verschiedener Gemälde seines jüdischen Großonkels, dem Kunstmäzen Paul von Mendelssohn Bartholdy. Hier geht es auch um das deutsch-jüdische kulturelle Erbe. Und dieses droht, wie es jetzt behandelt wird, zu verschwinden. Es gibt böse Stimmen, die sagen, ja, wir leben jetzt in der letzten Phase der Arisierung. Können Sie das ein bisschen ausführen? Naja, dass Bilder, die einst jüdischen Familien gehört wurden, nicht mehr hergegeben werden und in den Museen hängen. Wie das Porträt der Madame Soleil von Picasso, das einst der Familie gehörte und jetzt in der Pinakothek der Moderne in München hängt. Wert mehrere Millionen Euro. Die Bayerische Staatsgemäldesammlung verweigert seit Jahren die Herausgabe des Bildes. Für ein Interview stand uns hier niemand zur Verfügung. Schriftlich erklärt man uns zu diesem Fall: Hierzu läuft ein Verfahren, währenddessen wir uns nicht dazu äußern. Und Cornelius Gurlitt? Nach einer schweren Herzoperation ist er auf dem Weg der Besserung. Mittlerweile hat er 3 Anwälte und einen Betreuer und will vor allem eines: eine einvernehmliche Lösung mit den Anspruchstellern. Diese Problematik möchte er gelöst wissen. Und dann möchte er durchaus wieder mit seiner geliebten Kunst zusammen noch seine letzten Lebensjahre verbringen. Eines ist klar: Nichts wird mehr so sein, wie es mal war. Für alle Beteiligten. Der Kampf um die Bilder, er hat gerade erst begonnen. Im Zentralinstitut für Kunstgeschichte hatten die wahren Monument Men ihren Sitz. Ein Haus mit bewegter Vergangenheit. Einst Verwaltungsgebäude der NSDAP war es ab 1945 Sammelstelle für geraubte Kunst, eingerichtet vom amerikanischen Militär. An so einem Collecting Point wurden auch Hildebrand Gurlitts Gemälde zur Überprüfung eingeliefert. Werden wir hier etwas über Hildebrand Gurlitt erfahren? Über seine dunklen Geschäfte und Machenschaften im Auftrag der Nazis? Meterweise lagern in den Regalen Akten aus der Vergangenheit. Bei unserer Recherche finden wir tatsächlich zahlreiche Kataloge und Unterlagen, die Hildebrand Gurlitts Leben nachzeichnen. Er reiste im Krieg durch Europa und kaufte Gemälde von jüdischen Familien in Notlage. Besonders interessant,
Ein Katalog aus dem Jahre 1939, aus dem Schweizer Auktionshaus Theodor Fischer. Angeboten wurde moderne Kunst aus deutschen Museen, von den Nazis als entartet verhüllt. War Hildebrand Gurlitt an der Auktion beteiligt? Wir folgen dieser Spur in die Schweiz. Dort treffen wir den Kunsthistoriker und Journalisten Thomas Bromberger, einen profunden Kenner der eidgenössischen Kunstszene. Die Schweiz war eine gewisse Drehscheibe für Raubbilder. Also alles, was im Schweizer Kunsthandel Rang und Namen hatte, machte sich mit Raubkunst die Hände schmutzig. Gewissermaßen wie eine Spinne im Netz war Theodor Fischer hier in Luzern. Er war der größte Kunsthändler. Die Schweiz, ein Platz zweifelhafter Machenschaften. Tatsache ist, dass mit Bildern aus Nazi-Deutschland hier gehandelt wurde. Es standen über Direktverkäufe verzweifelter jüdischer Familien, die ihre Flucht so finanzieren wollten. Über Zwischenhändler, die beschlagnahmte Kunstwerke anboten, oder über Lieferungen aus deutschen Museen. In jedem Fall waren es lukrative Geschäfte. Wir finden ein Filmdokument von damals. Die Luzerner Kunstauktionen sind weltbekannt. Im Auktionshaus Theodor Fischer werden 125 Bilder aus der Münchner Ausstellung Entartete Kunst zum Kauf angeboten. Zu Schnäppchenpreisen. Interessenten aus aller Welt greifen zu. Keiner fragt, woher die Gemälde stammen. Hier findet sich eine Spur von Hildebrand Gurlitt. Nachweislich hat er Bilder dieser Auktion erstanden. Das Auktionshaus Fischer existiert heute noch, geführt von Kuno Fischer. Seinen umstrittenen Großvater hat er nicht mehr erlebt. Dennoch ist er bemüht, die dunkle Vergangenheit des Hauses aufzuhellen. Die Händler gerade dass sie im Krieg verbrannt seien. Wie kann das sein? Warum forschte damals niemand nach? Alle die Kunsthändler, Schweizer, aber auch Deutsche, die sich mit der Raubkunst die Hände schmutzig gemacht haben oder mit entarteter Kunst, die sie da verkauft oder eben auch nicht verkauft haben und sich unter den Nagel gerissen haben, die waren in den 50er Jahren wieder sehr respektierte Kunsthändler, ehrenwerte Männer und die ganze Kunstwelt, der Kunsthandel hat so getan, als ob nichts geschehen wäre während des Kriegs. Hildebrand hat sich reingewaschen. Die Bilder sind jetzt auch offiziell in seinem Besitz. Wie sein Vater, so betreibt auch Cornelius nach dessen Tod 1956 Geschäfte in der Schweiz. Bis in die jüngste Vergangenheit. Im September 2010 wird er im Zug vom Zoll kontrolliert. Er hat 9.000 Euro Bargeld bei sich. Aus einem Bildverkauf? Es ist der Beginn der bis heute andauernden Ermittlungen. Wenige Monate nach der Kontrolle taucht Cornelius Gurlitt mit einem Gemälde aus dem Erbe seines Vaters im Kunsthaus Lempertz auf. Es ist der Löwenbändiger von Max Beckmann. Die Erben des rechtmäßigen Besitzers erfahren davon und stellen Ansprüche. Man einigt sich, teilt sich den Erlös von über 860.000 Euro. Spätestens hier muss er gewusst haben, dass eine Reihe seiner Bilder zweifelhafter Herkunft sind. Wem gehören die Gemälde? Diese Frage schwebt über all unseren Recherchen. Hat Cornelius Gurlitt die Bilder zu Recht? Und wenn nicht, muss er sie hergeben? Die Welt blickt nach Deutschland, als ein sichtlich gereizter Oberstaatsanwalt am 5. November letzten Jahres der internationalen Presse den Fund aus Gurlitts Wohnung präsentiert. Die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich dieser Bilder zu klären und diese Knall auf Fall an Erben zurückzugeben, das ist mitnichten einfach. Hier tauchen auch erstmals zwei Gemälde auf, das Musikpaar von Karl Spitzweg und die zwei Reiter am Strand von Max Liebermann. Auf die Frage, wem sie gehören, erhalten wir keine Antwort. Deshalb machen wir uns auf die Suche. Die erste Spur führt nach Amerika. Dorthin sind viele Juden vor den Nazis geflohen. Dort fanden sie Schutz, doch viele konnten nicht mehr als ihr nacktes Leben retten. Zurücklassen mussten sie alles.
Und dazu gehörten eben auch Gemälde. Für lächerliches Geld mussten sie ihren Besitz verkaufen, um auch... Ja, wieder gut zu machen ist ein zu großes Wort. Wieder dazu zu führen, dass es ein klein bisschen Unrecht wieder gut gemacht wird. Ein kleines bisschen Unrecht wieder gut machen. Hier in London ist man über das Verhalten der deutschen Behörden im Fall Gurlitt empört. Von unerträglicher Geheimniskrämerei und Verhöhnung der Nazi-Opfer ist die Rede. Wir treffen die Vorsitzende des Zentralregisters für Raub- und Beutekunst, Anne Weber. Seit 15 Jahren fahndet sie im Auftrag jüdischer Familien weltweit nach Raubkunst. Sie haben das Gefühl, als ob Deutschland wieder nicht begriffen hätte, was sie in den vergangenen Jahrzehnten durchlebt haben. Die Bedeutung dieser Gemälde ist für sie so grundlegend. Sie haben einen großen symbolischen Wert. Zigtausende Kunstwerke seien im Krieg geraubt, geplündert, verscherbelt und verschoben worden, um sie anschließend zu verbergen, so Anne Weber. Der Gurlitt-Fall? Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir wissen, dass sich noch viel mehr Raubkunst in öffentlichen deutschen Sammlungen befindet, die noch nicht offengelegt wurde. 90% dieser Kunst ist noch immer verschwunden, trotz umfangreicher Recherche. Verschwunden wohin? London ist Zentrum des internationalen Kunsthandels. In der Cork Street reiht sich Galerie an Galerie. Millionenwerte werden hier umgesetzt, Tag für Tag. 2013 das Rekordjahr. Weltweit wurden 14,4 Milliarden Dollar durch Kunstverkäufe erzielt. Es geht um Geld, viel Geld. Das Auktionshaus Christie's erreicht den größten Umsatz in der Geschichte des Kunsthandels. Weltweit begehrt, zeitgenössische Werke von zum Beispiel Picasso, Kandinsky oder Klee. Künstler, deren Werke sich auch bei Cornelius Gurlitt fanden. Eine Bereicherung für den internationalen Kunsthandel. Auch in Amerika verdienen die großen Auktionshäuser und Galerien so viel wie nie zuvor mit Kunst. Bilder ungeklärter Herkunft dürften offiziell nicht mehr darunter sein. Und doch, in der feinen Park Avenue sind wir mit David Rowland verabredet, einem Anwalt, der sich seit einem Vierteljahrhundert um mittlerweile 40 Erbengemeinschaften gestohlener Kunst kümmert. Er bestätigt, noch immer gibt es Handel in der Grauzone. Wir haben erfahren, dass es gibt Kunsthandel, die haben mit Raubkunst gehandelt. Und natürlich sind diejenigen, die auch irrsinnig viel Kritik machen auf die Anspruchsteller und auf die Anwälte, die vertreten die Anspruchsteller. Bleibt die entscheidende Frage, wann gilt Kunst als gestohlen? Die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich dieser Bilder zu klären und diese Knall auf Fall an Erben zurückzugeben, das ist mitnichten einfach. Hier tauchen auch erstmals zwei Gemälde auf, das Musikpaar von Karl Spitzweg und die zwei Reiter am Strand von Max Liebermann. Auf die Frage, wem sie gehören, erhalten wir keine Antwort. Deshalb machen wir uns auf die Suche. Die erste Spur führt nach Amerika. Dorthin sind viele Juden vor den Nazis geflohen. Dort fanden sie Schutz, doch viele konnten nicht mehr als ihr nacktes Leben retten. Zurücklassen mussten sie alles. Und dazu gehörten eben auch Gemälde. Für lächerliches Geld mussten sie ihren Besitz verkaufen, um ausreisen zu dürfen. Der Preis für die Freiheit war hoch. Davon profitierten Händler wie Hildebrand Gurlitt. Einer der Überlebenden, David Torren. Er stammt aus einer wohlhabenden jüdischen Familie. Nur er und sein Bruder überlebten die Gräuel der braunen Banden. Sie entkamen mit einem der letzten Kindertransporte in die Freiheit nach Schweden. Eltern und Verwandte wurden von den Nazis ermordet. Ich habe mehr verloren als dieses Bild. Meine Eltern sind in Auschwitz vergast worden. Meine ganze Familie ist getötet worden. Und genau an dem Tag, als sein Vater von der Geheimpolizei verhaftet wurde, hat er die beiden Reiter das letzte Mal gesehen. Ich saß in dem Zimmer, wo das Bild war, mit meiner Mutter.
Und dann wurde er wieder zurückgefahren zur Gestapo. Das war das letzte Mal, als ich das Bild sah. Jahrzehntelang war es verschollen, bis es jetzt bei Cornelius Gurlitt wieder auftaucht. Ohne Zweifel wurde es gestohlen. Ob Sie es nun nennen Beschlagnahme oder gestohlen, das ist nur ein Wort. Es wurde weggenommen. Und auf Umwegen kam es in diese Wohnung in München. Auf unrechtmäßigem Wege. Den Nachweis, dass es seiner Familie gehörte, hat Torren schon seit langem erbracht. In Deutschland kümmert sich sein Anwalt Jörg Rosbach um die Rückgabe des Gemäldes. Er zeigt uns den Beweis. Das Schreiben eines NS-Regierungspräsidenten zur Sicherstellung jüdischen Besitzes. Noch 1939 war die Familie David Torrens über den Sonderling lediglich, dass er Kunst besaß. Da haben wir gedacht, ja, der hat vielleicht 100 oder 150 Bilder, hat er so vielleicht, auch vielleicht weniger bekannte Namen, das war dann nicht alles, diese ganzen hochkarätigen. Ne? Aber dass er natürlich 1400 hat, das haben wir natürlich auch nicht gedacht. Eckhardt sieht seinen Großonkel Cornelius als Bauernopfer einer verfehlten Entschädigungspolitik in Deutschland. Wir reden hier von ideellen Werten, weil finanzielle Werte waren ihm egal. Das ist so, ne? Der hat das nur als gesehen, er hat sich von jedem Bild auch schweren Herzens, glaube ich, getrennt, ne, die er dann verkauft hat, weil er wieder leben musste. Er hat jetzt auch kein anderes Einkommen gehabt. Er musste sich absolut unverdächtig benehmen. Warum unverdächtig? Warum diese Geheimnistuerei? Weil er wusste, dass die Bilder zum Teil gestohlen waren? Dass an manchen Blut klebte? Das Blut von Nazi-Opfern? Fragen, die uns Eckhardt nicht beantworten kann. Deshalb forschen wir weiter. Unsere nächste Spur führt nach Nordbayern. Hier treffen wir Lotte Herdegen, mittlerweile 81. Ebenso alt wie Cornelius, ihr damaliger Klassenkamerad. Eine der wenigen, die sich an ihn erinnert. Ja, das war der Cornelius Gurlitt so. Sehen Sie, wie er da sitzt, akkurat und immer gut angezogen, freundlich und zurückgezogen. Warum glauben Sie, war er, wie er war? Vielleicht geprägt vom Elternhaus, ich weiß es nicht. Anders erzogen vielleicht oder streng erzogen. Hat nie viel geredet. Das Schloss diente nach dem Krieg als Auffanglager. Hier wohnten die Gurlitts vorübergehend. Vater Hildebrand, Mutter Helene, seine Schwester Benita und der damals halbwüchsige Cornelius. Hier verbrachte er 2 Jahre seines Lebens. Doch Kontakt zu den Menschen im Dorf gab es kaum. Und ich kann mich ja nicht erinnern, wann der weg ist nach der Konfirmation, wann die weg sind, die Gurlitts. Das weiß ich auch nicht, die waren auf einmal verschwunden. Die Gurlitts gingen, wie sie gekommen waren, über Nacht. Hier auf dem Schlossgelände lagerten, versteckt in Kisten, Skulpturen, Gemälde, Antiquitäten von unschätzbarem Wert. Das Depot von Händlern, die im Auftrag der Nazis Kunst gekauft und hier gehortet hatten. Einer von ihnen, der Vater von Cornelius Gurlitt. Nach dem Krieg wurden diese Schätze von den Monument Men des amerikanischen Militärs entdeckt und sichergestellt. Es wurden damals auch Gemälde aus dem Besitz von Hildebrand Gurlitt beschlagnahmt. Höchste Zeit, sich diesen Mann einmal genauer anzusehen. Denn um die Gegenwart. Es wurde weggenommen. Und auf Umwegen kam es in diese Wohnung in München. Auf unrechtmäßigem Wege. Den Nachweis, dass es seiner Familie gehörte, hat Torren schon seit langem erbracht. In Deutschland kümmert sich sein Anwalt Jörg Rosbach um die Rückgabe des Gemäldes. Er zeigt uns den Beweis. Das Schreiben eines NS-Regierungspräsidenten zur Sicherstellung jüdischen Besitzes. Noch 1939 war die Familie David Torrens im Besitz des Bildes. Ich habe dem jüdischen Eigentümer verboten, irgendeins von den Kunstwerken zu verkaufen.
Hildebrand Gurlitt aber behauptete 1950 schriftlich, das Gemälde sei schon vor der Nazizeit in seinem Besitz gewesen. Wir sehen diese Lüge schwarz auf weiß. Die Brüder Torren fordern deshalb ihr Eigentum zurück. Unsere Mandanten sind 88 und 92 Jahre alt. Uns läuft hier die Zeit weg. Das heißt, juristische Glasperlenspiele zu betreiben, die, wie wir aus anderen Restitutionsverfahren kennen, leicht über 10 bis zu 20 Jahren dauern können, das hilft hier nicht weiter. Und ich denke, damit kommt der Bund auch seiner Verantwortung in keinster Weise nach. Anwalt Rosbach meldete die Ansprüche seiner Mandanten bei der Staatsanwaltschaft Augsburg an und bekam folgende Antwort. Fragen zur Restitution können in einem staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahren nicht hinreichend geklärt werden. Deshalb wurde ihr Schreiben an die Taskforce weitergeleitet. Die Taskforce, die Besitzverhältnisse klären soll, erklärt ihrerseits, dass sie nicht über rechtliche Ansprüche entscheidet. Die Meldung von Ansprüchen kann gerichtliche Verfahren nicht ersetzen. Die Taskforce hat auch ganz klar eine Doppelfunktion, mindestens. Ja? Formal ist das ein bisschen so Bälle zu schieben. Was im Hintergrund läuft, ist was völlig anderes. Die Taskforce und die Frau Bergerin Merkel soll offensichtlich ein Problem regeln, welches die Bundesregierung hat. Und das Problem hat die Bundesregierung, weil über Jahre versäumt worden ist, ein vernünftiges Kunstrückgabegesetz zu machen. Was läuft da schief im Falle Gurlitt? Wir fragen nach. Bei der Bundesregierung. Und erhalten von der zuständigen Kulturstaatsministerin die schriftliche Antwort. Dass sich die Bundesregierung zum juristischen Verfahren weder in der Sache noch in der Beurteilung des Verfahrens äußern kann. Wie wirkt so eine Aussage auf die Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihnen die Bilder aus Gurlitts Sammlung rechtmäßig gehören? Menschen wie Irene Hinrichsen. Sie ist Enkelin des berühmten jüdischen Kunstmäzens und Musikverlegers Henry Hinrichsen aus Leipzig. Ihm gehört das Musikpaar von Karl Spitzweg. Erste Hinweise finden wir in Spanien. Hier wohnt der Fotograf Eckehard Gurlitt, ein Großneffe von Cornelius. Ich glaube, so ein komischer Kauz war und es auch wusste natürlich, dass er so ein komischer Typ war, dass er keine Freunde hatte und so weiter. Auch die Familie wusste wenig über den Sonderling, lediglich, dass er Kunst besaß. Da haben wir gedacht, ja, der hat vielleicht 100 oder 150 Bilder hat er so vielleicht, ne, auch vielleicht weniger bekannte Namen, so war dann nicht alles, diese ganzen Hochkarätigen. Ne. Aber dass er natürlich 1400 hat, das haben wir natürlich auch nicht gedacht. Eckehard sieht seinen Großonkel Cornelius als Bauernopfer einer verfehlten Entschädigungspolitik in Deutschland. Wir reden hier von ideellen Werten, weil finanzielle Werte waren ihm egal. Das ist so, ne, das, der hat das nur als gesehen, als er hat sich von jedem Bild auch schweren Herzens, glaube ich, getrennt, ne, die er dann verkauft hat, weil er wieder leben musste. Er hat jetzt kein anderes Einkommen gehabt. Er musste sich absolut unverdächtig benehmen. Warum unverdächtig? Warum diese Geheimnistuerei? Weil er wusste, dass die Bilder zum Teil gestohlen waren? Dass an manchen Blut klebte? Das Blut von Nazi-Opfern? Fragen, die uns Eckehard nicht beantworten kann. Deshalb forschen wir weiter. Unsere nächste Spur führt nach Nordbayern. Hier treffen wir Lotte Herdegen, mittlerweile 81. Ebenso alt wie Cornelius, ihr damaliger Klassenkamerad. Eine der wenigen, die sich an ihn erinnert. Ja, das war der Cornelius Gurlitt so. Das sehen Sie, wie er da sitzt, akkurat und immer gut angezogen, freundlich und zurückgezogen. Warum glauben Sie, war er, wie er war? Vielleicht geprägt vom Elternhaus, ich weiß es nicht. Anders erzogen vielleicht oder streng erzogen. Hat nie viel geredet. Das Schloss diente nach dem Krieg als Auffanglager. Hier wohnten die Gurlitts vorübergehend. Vater Hildebrand, Mutter Helene, seine Schwester Benita und der damals halbwüchsige Cornelius. Hier verbrachte er 2 Jahre seines Lebens. Doch Kontakt zu den Menschen im Dorf gab es kaum. Und ich kann mich ja nicht erinnern, wann der weg ist nach der Konfirmation, wann die weg sind, die Gurlitts. Das weiß ich auch nicht, die waren auf einmal verschwunden. Die Gurlitts gingen, wie sie gekommen waren, über Nacht.
ihr auf dem Schlossgelände lagerten, versteckt in Kisten, Skulpturen, Gemälde, Antiquitäten von unschätzbarem Wert. Das Depot von Händlern, die im Auftrag der Nazis Kunst gekauft und hier gehortet hatten. Einer von ihnen, der Vater.